Ja, genau. Ich bin schon losgefahren. Ich hatte euch angerufen, aber habe keinen erreicht. 15.35 Uhr war die Abfahrt und höchstwahrscheinlich so 18.35 Uhr gegen 19 Uhr werde ich da ankommen. Bremerhaven habe ich schon Bescheid gesagt, Nico. Okay, wenn ich dann ankomme, sage ich dir auch nochmal Bescheid. Gut, bis dann. Ciao. Moin. Moin. Wer bist du? Was machst du? Ich bin der Bayram Kilic, inzwischen schon 46. Ich bin Lokführer und Dozent bei Hamburger Rail Service seit 2015 inzwischen. 2015. Was geht heute? Heute machen wir eine Mercedes-Tour. Wir haben die Mercedes-Fahrzeuge AMGs alles aufgeladen und den nehmen wir mit unserer AMG-Lok hier mit unserer HRS DE18 nach Bremerhaven, wo sie dann aufgeschifft werden und dann überall auch über See weiter weggeleitet werden. Okay, und wie viel haben wir rauf? Wie viel Kilo ist das? Das sind 1000 Kilo. Wir haben 19 Wagen, Autowagen und pro Wagen kommen dann 8 bis 9, je nachdem. 1000 Kilo oder 1000 Tonnen? 1000 Tonnen, ja. Und gerade haben wir Halt. Glaubst du, wie lange wird das dauern? Oh, da wir Güterzug sind, ne, haben ja die Personenzüge immer Vorrang. Also müssen wir mal abwarten, bis die Personenzüge vorausfahren. Der neben uns hat schon seit 4 Minuten Fahrt, aber ist noch immer nicht zu sehen. Deswegen mal gucken. Und es ist ja so, wenn wir 5 Minuten warten, dann rufen wir ja den Fahrdienstleiter an und fragen den mal, woran es liegt. Ob technische Störungen sind oder ob es gleich nach dem Personenzug weitergeht. Du meinst ja, wir sind in der, was für eine Lok war das? Die DE18. It's like it ain't no thing. Ist das eine E-Lok, Diesel-Lok? Das ist eine diesel-elektrische Lokomotive. Von daher sind wir auch nicht fahrdrahtgebunden und können dann auch zwischen die Werke, wo keine Oberleitungen sind, und Güter transportieren. Ist natürlich praktisch. Ah, siehst du, da fährt jetzt der Personenzug vorbei. Wenn wir nicht gleich auch hinterher Fahrt bekommen, dann rufen wir mal an, wie viel er noch durchlassen will, bevor wir dran sind. Was machst du, wenn du zu lange warten musst? Ja, wenn du zu lange warten musst, rufst du natürlich deine Dispo an, fragst nach dem nächsten Auftrag. Ansonsten gehst du deine Unterlagen durch. Ab und zu machst du mal auch ein bisschen Kniebeugen, holst deinen Kaffee raus, dein Essen raus. Ja, irgendwie muss ja die Zeit vergehen, ne? Wie lange sind wir heute unterwegs? Heute ist es eine kurze Tour. Fahrzeit ist ungefähr 3 Stunden von Aalhorn nach Bremerhaven. Aber das Ganze drumherum, das zieht sich alles, das ist eine 10-Stunden-Schicht. Wie gesagt, du musst ja als Lokführer auch dabei sein, wenn die Leute die Autos aufladen, um mal ein bisschen hin und her zu rangieren, die ganzen Wagen zusammenzuparken. Deswegen, also kann es nicht auf reine Fahrzeit beschränkt werden. Aber bringt halt Spaß, ne? Man kommt durch die Walachei, sieht vieles, ist immer Abwechslung. Kannst natürlich auch heimatnah arbeiten oder auch bundesweit. Bringt beides Spaß. Bundesweit bist du dann im Hotel, kannst auch viele Städte besichtigen, nach Feierabend, vor Dienstbeginn. Ja, das ist das Leben eines Lokführers, was so mit sich bringt. DE18 oder E-Lok? Das ist eine Frage, für mich macht das keinen Unterschied. Ich weiß, wir haben Kollegen, die mögen gerne E-Lok. Die sagen sich dann, ist leiser, ist sauberer. Ja, und bei der Diesel-Lok hast du natürlich immer den Sound dabei, ne? Da merkst du schon unterm Hintern, dass du Power fährst. Deswegen also. Und für mich, ich bin schon so lange dabei, dass es mir eigentlich nichts ausmacht. Wie lange bist du dabei insgesamt? Ach, ich habe 96 schon als Rangierer angefangen. Also sind schon ein paar Jahre vergangen. Aber jetzt die letzte Zeit, seit, wie gesagt, 2015, Lokführer und danach auch als Dozent, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ist das immer noch wie am ersten Tag, die Aufregung? Oder ist das so aus dem FF? Ja, FF kann man nie sagen, weil ja immer eine große Verantwortung dabei ist. Man muss darauf achten, dass dieses FF nicht reinkommt. So, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gewartet. Jetzt rufen wir mal den Fahrdienstleiter an, was er mit uns vorhat. Vielleicht hat er Kaffee gekocht für uns und sagt, kommt hoch. Es klingelt schon mal. Mal gucken. Moin, der 95267 hier. Ich bin ja vor deiner Haustür. Wollte mal horchen. Hast du einen Plan für mich? Nee, Moment, Moment. Ja, um 1 Stunde vom Plan. Es kommen jetzt 2 Güterzüge. Kann das noch nicht sein. Also 10-15 Minuten vielleicht, ne? 10-15 Minuten. Okay, weiß ich Bescheid. Danke dir. Ciao. So, das ist immer der Nachteil, ne? Bist du mit deinem Fahrplan zu spät, sagen sie, du bist zu spät, musst warten. Jetzt sind wir gerade, eine halbe Stunde vor unserem Plan. Hier sehen wir minus 36 Minuten und jetzt sagt sie, du bist vor deinem Plan, jetzt musst du warten. Also. Was machst du, wenn du wartest? Zeig uns das mal. Kann ich da mal so hochheben?
Da ich einer von den Alten bin, haben wir noch unseren alten HRS-Rucksack. Die neuen sind ja voll orange, damit du auch gar nicht übersehen wirst. Hier haben wir natürlich unser Proviant, ne? Sag mal, was ist das? Ist ja wichtig, darf nicht fehlen. Gesunde Ernährung, ja. Ich denke. Und ja, Kekse noch für unterwegs. Muss man halt drauf achten, ne? Beim Güterverkehr hat man viel Wartezeit, dass man sich nicht so viel mitnimmt. Sonst wiegt man am Jahresende 15 Kilo mehr, als wie man angefangen hat. Was muss ein Lokführer alles in der Tasche mithaben? Das ist essentiell wichtig. Da war mal so eine Frage unter den Kommentaren. Also, wenn natürlich das Eisenbahnbundesamt kommt, was so 2-3 Mal im Jahr eigentlich fast einen Lokführer betrifft, fragen sie nach einem Personalausweis, dein TF-Führerschein, dein Beiblatt, dass du auch für das Unternehmen fahren darf. Deine LA muss natürlich immer dabei sein. Die haben wir jetzt inzwischen aktuell digital. Ist nicht mehr in Papierform, so wie früher. Ja, unseren Schlüssel, so wie du siehst, ne? Unsere orangene Kleidung. Wenn du nicht gerade Strecke fährst. Ja, was müssen wir noch dabei haben? Ja, unser Lokschlüssel, Vierkant, DB21. Die Erfahrenen oder unsere Hobbybahner, die wissen dann damit was anzufangen. Und natürlich heutzutage nicht vergessen, ne? Deine medizinische Maske. Sonst kommst du ja, wenn du von der Lok runter bist, nirgendwo hin, um einen Kaffee zu holen. Weiter? Ja, es geht jetzt weiter. Dürfen wir jetzt in Hude weiterfahren. Du siehst, wir haben die Kennziffer 6, also können wir mit 60 fahren, aber kriegen wir sowieso nicht hin. Erstmal die 60. Wieso? Wir haben eine Diesellok und 19 beladene Autowagen hin. Also bis wir die 60 erreichen, dauert das sowieso. Ein paar hundert Meter. Aber ist schon mal gut, dass wir vor dem Kollegen noch rausgelassen werden. Der andere Kollege wartet dort. Also war die Fahrdienstleiterin doch nicht so extrem miese gelaunt gegenüber uns. Was ist das hier oben überhaupt? Kann man da Fernsehen gucken? Das ist unser Fahrplan. Das ist wie Fernsehen. Da kannst du ersehen, wie lange du noch bis zum Feierabend hast, bis zu deinem Ziel. Lädst du deinen Fahrplan selber rein oder wie funktioniert das? Ja, jeder Zug hat eine Zugnummer und das ist das Ebola-Gerät. Elektronische Buchfahrplan. Da gibst du deine Zugnummer ein und dann kannst du es das runterladen vom Server, dann hast du es dort. Falls da mal natürlich kaputt gehen sollte, ist Technik, dann kannst du das auch auf deinen Laptop gedruckt zuschicken lassen. Entweder kannst du es dann mit unserem wichtigen Gerät hier ausdrucken in Papierform oder du legst dein Tablet vor dir hin und guckst dir deinen Fahrplan dort. Das ist halt immer sehr wichtig. Du musst auch synchron mit deinem Fahrplan immer wieder fahren. Falls irgendwas passieren sollte unterwegs, Leute oder Tiere oder sonstiges, oder du einen Notruf abgeben musst, dann musst du ja wissen, wo du gerade bist, welche Kilometrierung und welche Betriebsstellen vor dir liegen und hinter dir. Deswegen muss der Fahrplan immer aktuell sein und synchron mit deiner Fahrt. Kann man damit auch telefonieren, normal? Normal nach Hause telefonieren nicht, aber du kannst damit, wenn du weißt, wenn ein anderer Kollege gerade auch unterwegs ist und du seine Zugnummer kennst, kannst du ihn auch mit dem GSMR-Funk direkt anrufen, dann kannst du darüber sprechen. Natürlich, wenn der Fahrdienstleiter oder die Betriebszentrale dich anruft, dann wird das Gespräch unterbrochen, weil der Fahrdienstleiter eine höhere Priorität hat. Sich doch gut an, dann kann ich wenigstens rechtzeitig Feierabend machen. Ja, nee, einmal jetzt in den RBF rein, von irgendwo noch eine S-Bahn runter und dann geht das los hier. Ja. Okay, wunderbar, ja, danke, ja. Ciao. Nochmal halten oder wie? Jetzt geht's aber schneller. Also hier, ich glaube, ist es der? Weiß ich gar nicht, genau. In 2-3 Minuten geht's weiter. Wenn wir erstmal hier Bremen durch sind, Bremen Hauptbahnhof und Bremen RBF, dann sollte es eigentlich in einem Rutsch durchgehen bis Bremerhaven. Das ist hier wieder ein Knotenpunkt und in Knotenpunkten muss man halt immer wieder ein bisschen Wartezeit mitbringen. Mach mal so einen Schnipser, dann sind wir in Bremerhaven. So, das war nichts mit Schnipsen. Wir haben wieder Halt. Ja, leider. Wir sind jetzt in der Einfahrt nach Bremerhaven. Anscheinend ist im Hafen viel Betrieb. Wir müssen erstmal abwarten, bis sie Platz für uns haben. Die Schiffe müssen abfahren. Die Züge müssen dann hin und her rangiert werden. Vielleicht fährt gleich einer raus und dann können wir reinfahren. Wollen wir nochmal schnipsen? Probieren wir mal. Perfekt.
Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir angekommen, Bremerhaven. Gleis 438. Jetzt können wir abhängen und unsere Lok in die alte Banane abstellen. Was ist denn die alte Banane? Ja, so heißt es. Dort die Abstellgruppe. Anscheinend haben sie dort früher immer Bananen transportiert. Ja, unsere Lokomotive haben wir natürlich gesichert. Den Zug angebremst. Unsere Warenkleidung nicht vergessen, wenn du rausgehst auf die Schienen. Und die Jacke muss immer zu sein, falls unser ÖBL zuschaut. Helm auf, jetzt können wir runter. Hast du deine eigene Absteigtechnik? Ja, es ist die alte Werte, 3-Punkte-System. 2 Hände, 1 Fuß und runter. Und wichtig natürlich, wenn wir runterkrabbeln, hier haben wir einen Griff extra zum Halten und runter. So, richtige Entkuppelung. Erst natürlich die Spindel lang drehen. Haken runter. Und alles, was ihr abnimmt, auch in ihre Vorkehrung rein. Dann die Schläuche. So sollte es dann nachher aussehen. Alles in ihrem Platz. Dann können wir raus. Da der Zug jetzt länger stehen bleibt, müssen wir den natürlich sichern. Mit Luft haben wir den schon gebremst und jetzt müssen wir noch in Absprache mit der Dispo 2 Handbremsen anziehen. So viele Autos. Welches Auto fährst du? Ich habe nur einen kleinen von denen. 2,5 Sitzer. Und das noch mit halb Strom. Deswegen kann ich mich nie entscheiden, ob Diesel oder Strom. Deswegen fahre ich auch ein Hybrid. Wieso muss man die manuell machen? Die Handbremsen, die sind leider manuell. Also die elektrische für die Wagen sind noch nicht erfunden worden. Oder zumindest bei uns hier im Norden nicht vorhanden. Die Lok hat sie elektrisch. Die ist schon angenehm auf Knopfdruck, aber die Wagen haben es noch immer zum Kurbeln manuell. Ja, ist hier. Ja, und ich bin Sommer. Jetzt wäre ich soweit mit der Lok alte Banane. So, Lok zur Banane. Ja, geht los, ne? Danke dir, schönen Feierabend. Ciao. Es ist immer eine Freude, gesund munter die Ware am Ziel angebracht zu haben und dass man selber auch ohne Probleme ans Ziel gekommen ist. Jetzt ist es natürlich unpraktisch, die lange Schnauze der DR18 vor sich zu haben, denn beim Rangieren ist es immer problematisch, die Spitze einzusehen. So, ein Signal weiter. So, das ist das Besondere beim Rangieren. Die ganze Zeit haben wir einen Zug gefahren auf freie Strecke. Da ist man ein bisschen lockerer, hat man mehr Zeit nebenbei zu reden oder was zu essen, zu trinken. Aber beim Rangieren hast du die Möglichkeit nicht. Du musst dich auf deine Fahrstraße konzentrieren, dass die Weichen und die Signale auch für deinen Fahrweg gelegt sind. Bremsen angezogen sind. Soll ich dir die Wagennummern geben? 674-2 und 26-2. 438. Okay, und die Lok ist, ja, stelle ich jetzt in die alte Banane am Kabel. So. Jetzt im Abschlussdienst gehört natürlich, dass die Lok sauber gelassen wird und dass man die Stände sich anguckt. Scheibenwasser ist ausreichend da. Dann guckt man mal in den Motorraum. Siehst du, der Motor ist eigentlich recht gut. Und hier haben wir auch unseren Ölstand. Müssen wir mal peilen. Ja, entweder ist Öl ausgelaufen, die es nachfüllen wollten. Oder wir verlieren Öl. Ja. Ist ja wie beim Auto, ne? Genau. Motor aus und dann mal so 5 Minuten abwarten, ruhen lassen und dann einfach peilen wie beim Auto. Oh ja, das ist schon Minimum. Also muss Öl nachgefüllt werden. Müssen wir mal dem Kollegen dann Bescheid sagen, dass er Öl nachfüllt. So, jetzt sind wir fertig. Wir sind in Bremerhaven angekommen. Die Lok ist abgestellt. Alles ist durchgegeben. Wenn euch das gefallen hat, abonniert unser Kanal. Daumen hoch. Für Anregungen oder Fragen einfach unten reinschreiben. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Wenn Neuigkeiten sind, werdet ihr dann automatisch benachrichtigt.